Okay, willkommen zum neuen Pass. Part meine ich. Warte, wo haben wir ihn immer gesehen? Nimmerland mache ich zuletzt. Darf mal das hier. Ja, das kommt hin. Die Reihenfolge mache ich jetzt. Und wie ihr seht, es kommen keine Cutscenes, weil. Und ja, hier, ich zeige euch noch was. Die Welten sind auch in diesem Fall auch sehr klein. Sehr klein. Es gibt nur immer eine Tür. Und ja, ich wollte eigentlich den Sinister-Modus zeigen, aber ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Sehen wir mal. Okay, es wird, glaube ich, etwas dauern, bis ich den Sinister-Modus hinbekomme, weil... Ach, ich fick die ganzen Monster irgendwie, die können mich irgendwie nicht töten. Ich bin irgendwie, glaube ich, ein bisschen overlevelt. Deswegen sehen wir uns gleich wieder, wenn ich alles hier kurz und klein geschlagen habe. Okay, alle Gegner erledigt. Und ja. Stufe 12 und Sinister Punkt 20. Ich habe nie mal einmal geschafft bisher, den Sinister Modus freizuschalten. Also zu machen. Und ja, was sollen wir machen? Jetzt kommt der Boss. Jetzt habe ich keine Karten. Jetzt habe ich noch so wenige Karten. Gibt es dafür einen Grund? Ich glaube, ich muss in den Sinister Modus dafür. Okay. Und was ich bemerkt habe, er sagt, glaube ich, Michael, wenn er angreift oder so. Ja, er sagt Michael. Ich höre das richtig. Er sagt Michael. Und sehen wir mal dreimal Mickey. Mirakel. Das macht auch Schaden, glaube ich. Hallo, wann geht das kaputt? Er sagt Michael, ich höre das. Er sagt ohne Grund Michael. Oder sagt er Mickey? So kann ich nichts. Ach so. Mickey? Dankeschön. Oh, oh, scheiße, wurde gestochen, deswegen gehen die Sinister-Punkte oben da runter. Ich hab dir eine Idee. Ich will dir den Sinister-Modus zeigen. Warte mal. Ich muss eine Karte spielen, dann kann ich das zeigen. So, Sinister-Modus. Okay, Kombos muss ich zeigen. Aber erstmal muss ich jetzt meine Karten haben. Sinister Feuer. Und er ist tot. Im Sinister Modus kann er 3 Attacken machen. Sinister Aura, glaube ich. Und noch etwas. Panzerrüster. Okay, ich mach mal LP. LP brauchen wir auch noch mehr. Ich glaube, das mache ich bis 200 so. Okay, dann haben wir das auch erledigt. D-Berichte. Kartenindex, nein, Charaktere. Geschichte. Ich will mal wissen, wie man... Was attacken wir? Achso, hier. Sinister Hieb. Spring in die Lüfte und ja. Okay, Sinister Aura. 3 Sinnfänge, Gesamtwert 27 muss es ergeben. Sinister Feuer habt ihr schon gesehen. Sinister Hieb. Habe ich, glaube ich, da gemacht und ja. Das sind bisher die einzigen Kombos, die er drauf hat, also im Modus von Sinistra. Die ganz anderen Kombos gibt es nicht. Also wie, ja, Omnischlag und so. Hat noch nie Cloud gelernt, also bringt es auch nichts. Und ja, was soll man machen? Mit Rico ist es ein bisschen schwerer, würde ich mal sagen. Aber ich mag auch mit Rico zu kämpfen, der ist irgendwie viel flexibler als Zora. Er kann besser springen, höher springen, Angriffskraft... Beachtlich, muss ich mal sagen. Alles ist besser an ihm. Wirklich alles. Außer, dass er ein schönes Zimmer haben wollte, nur. Und dafür müsste er seine Freunde opfern. Trotz einer erbärmlicher Grund, aber was soll man machen? Das ist Rico. Und Verschnaufpause werde ich immer jetzt benutzen. Okay. Ich glaube, ich schaffe mehr Welten. Wenn ich jetzt weitermache. Also, wir sehen uns gleich wieder. Okay.
Okay, hier kommt einfach mal nichts. Oh, doch, doch, doch. Ich habe die Aura erkannt. Es ist Riku. Riku? Aber Riku ist nicht mehr. Er und der König verschwanden, als die Tür zur Finsternis durchschritten. Wie konnte er kommen? Riku war mal eins mit der Finsternis. Vielleicht hat ihn das Halbdunkel werden lassen. Und deshalb hast du ihn mit unseren Vorgesetzten verwechselt. Faszinierend. Die dunkle Macht, die Riku verlieren wurde, vereinfacht ihm die Flucht aus dem Reich der Finsternis. Jemand mit einer Verbindung zum Schlüsselschwert sowie den Mächten der Finsternis. Wir müssen weiter nachforschen. Ich möchte wissen, warum Riku hier im Schloss des Empfangs aufgetaucht ist. Ha, ganz einfach. Seine Existenz geht mit der eines der anderen Helden einher. Sora kam und Riku folgt ihm. Sora ist im Schloss? Ja, er und seine Gefährten sind vorhin angekommen. Inzwischen benutzt Malusia bereits Namine, um mit Soras Herzen zu spielen. Interessant. Ach, so sieht man, warum Eggwechsel ein Verräter ist. Das wusste ich nicht. Ich glaube nicht, dass Malusia vorhat, Sora auszuliefern, aber er soll sein Spielchen spielen. Wenn er sich Sora schnappt, brauchen wir uns nur noch Riku zu schnappen. Wenn er wirklich so ist wie unser Vorgesetzter, sind wir unantastbar. Unantastbar und so. Okay. Ach so. Ah, die geht immer runter. So verstehe. Verstehe. Ich glaube, ich schaffe mehrere Welten. In einem Part schaffe ich, glaube ich, mehr. Glaube ich, die ganze Welt jetzt hier. Wenn ich das alles jetzt rausschneide. Ja, das werde ich auch. Es bringt sowieso nicht, jetzt alles zu zeigen, weil. Hallo? Den Sinn des Remodus kann ich auch beim Endboss zeigen. Des Dungeon. Ja, wir sehen uns. Wir sehen uns. Ach. Wir sehen uns hier, also vor dem Eingang zum das hier. Also, bis gleich. Okay. Oh, ich freue mich schon auf den Kampf. Ach so, ja, komm, davon haben wir ja genügend. Ich freue mich schon auf, gegen Captain Hook zu kämpfen. Ich habe so keinen Bock auf diesen Wichser. Wo ist der Papagei? Da bist du ja. Okay. Dafür gab es auch eine grüne Karte, wusste ich nicht. So, dann. Ah. Also, wenn man. Man muss einfach alle Karten schlagen, wie der Gegner spielt. Oh, scheiße. Komm, kommt mal deine Karte an. Geschlagen. Jetzt sind sie meine Sinne. Eigentlich muss sie jetzt gestiegen sein, aber egal. So. Mickey, komm. Mega Parade. Ja, zum Glück kann Riku höher springen als Sora. Leck mich doch. Du kannst sowieso nichts. Du bist das schwächste Boss aller Zeiten. Nach Oogie Boogie. Nach Oogie Boogie. Der war da so ein leicht. Der war da so leicht zu besiegen. Oh no. So eine Kinderkacke. So. Ich hätte echt diesen Kampf rausschneiden können. Weil er so easy ist auch noch. Und. Kriege ich die Karte hier? Danke. Jaffa. Und ja. Haben wir das auch geklärt? Wie lang ist das Video schon bisher? 6 Minuten. Nein, 7 Minuten würde ich mal sagen. Haben schon 2 Wetten geschafft. Ja, 2 Wetten haben wir dann geschafft schon. Vielleicht schaffe ich alle 4 Wetten dann hier. Kann auch sein. Dann ist es auch gut. Weniger Arbeit dann für mich. Und... nicht dein Ernst, oder? Ey, nicht dein Ernst. Hm. Okay, wir sehen uns, wenn ich den ganzen Raum hier getötet habe. Okay, oh. Oh, ich habe hier gerade schön gegessen, Mittag gegessen und ja, ich hatte ja Zeit gerade. Wo ist die Maus? Ach da. Riku nehme ich an. Wer bist du? Gehörst du zu Anzen? Nee. Das ist halb richtig, aber nicht zu Anzen, wie du ihn kennst. Er ist Anzim und auch nicht. Das heißt, er ist eigentlich niemand. Niemand? Hm?
Blitze sind nicht mein Ding, drück dich klar raus. Er gehört weder zum Licht noch zur Dunkelheit. Er wandert im Halbdunkel. Nur wie ich. Und was das betrifft? Hä? Haha, es stimmt. Wir haben viel gemeinsam. Ja, vielleicht. Und wenn es schon, ist das eine Einladung, mich dir anzuschließen? Ja, in mir herrscht Finsternis. Wie du zu Recht sagst, aber die Finsternis ist mein Feind. Genau wie du den Gestank der Finsternis verbreitest. Du bist also auf der... Ach, ich habe gerade was Scharfes gegessen. Du bist also auf Streit aus? Na gut, dann sollst du ihn auch bekommen. Okay, der Kampf ist eigentlich easy. Mit ihm ist das richtig easy zu gewinnen. Warte mal, ich muss einfach nur in den Sinistra-Modus. Dann ist alles geklärt. Okay. Okay, ich komme gleich in den Sinistra-Modus. Und wie ihr gerade gemerkt habt, der Miki heilt mich, so gesagt. So. Okay, warte, der muss seine Attacke da einsetzen, dieses Frostding da. Komm, mach. So, Sinistra-Modus. Ich hab da eine Idee, ich zeig euch mal einen Angriff. Sinistra-Feuerer. Nicht den wollte ich zeigen. Wo ist der? So. Sinistra-Aura. Er muss nur treffen, dann ist... Das zieht auch sehr viel ab bei ihm. Und wenn man normal angreift, dann ist er paralysiert. Deswegen kann man ihn öfters angreifen. Und das zieht auch sehr viel ab. Ach, du kannst nichts, Mann. Aufladen. Soll ich Miki einsetzen? Ach, komm. Miki kann ja auch... Miki muss auch ein bisschen hier Zeit haben, irgendwas zu zeigen. So und so. Ach, der ist so ein Witz von einem Gegner. Der kann irgendwie nichts. Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass wir gegen ihn kämpfen. Denke ich. Oder kann man nochmal gegen ihn kämpfen? Ich weiß nicht mehr. Sinistra-Feuerer. Aufladen. Er kann nichts. Wie ihr gerade seht, er kann wirklich nichts. Sinistra-Feuerer. Und er ist tot, mit Feuerer getötet. Neue Stufe auch noch. Gut. Stufe 19. Ja, ich wollte es ja auf 200 LP machen. Das reicht jetzt. Ab sofort werde ich alles auf SP machen. Also in das 3 Punkte. Haha. Dieser Kampf hat es gezeigt. Die Finsternis in dir besitzt eine unglaubliche Kraft. Es hat sich mehr als gelohnt, dich ein wenig zu provozieren. Großartig, dann war das also ein Trick. Ganz genau, deine hitzige Reaktion hat mir die fehlenden Daten geliefert. Hab Dank dafür, Riku. Die fehlenden Daten, was meint er wohl damit? Ihr wisst ja noch, Replika Riku. Ihr sagt nur das. Du Scheiße, wie viel Level ich aufgestiegen bin. Ich glaube, in diesem einen Part schaffe ich mehrere Welten. Jetzt kommt Monstro, die Welt. Die Welt mag ich so gar nicht. Alles so lila. Zu viel lila. Okay. Und wie viel sind das? Ja, es geht. Wir sehen uns hier wieder. Also, bis gleich. Ah, Mann, oh Mann. Es dauert immer lange, wegen dem Zeit, das alles zu machen. Dein Leben. Warte, ich hab deine Idee. Okay, ich glaube, der ist jetzt easy. Einfach mal alles stechen, was er hat. Ich glaube, ich werde das Leben ein bisschen erhöhen noch, weil es bringt mir auch vieles. Kommt noch eine Attacke von dir oder wartest du jetzt ab?
So ein Wichser. Komm einfach in den Sinestra-Modus, dann hast du die, sowieso die Arschkarte. So. Okay, gleich in den Sinestra-Modus. Okay. So, in den Sinestra-Modus. Deine Idee, Sinistra Heap. Dann habe ich das auch mal schon gezeigt, das ist gut. Wo landest du? Gut. Ja, so schnell kann man den Kampf gewinnen eigentlich. Ich glaube, ich werde mal kurz mich heilen. Oh, ich habe so viele Mickeys, warum benutze ich die nicht? Das macht auch ein bisschen Schaden beim Gegner. So. Komm. Ist mir jetzt gerade so egal, dass ich jetzt Schaden erleide. Weil ich diesen Bastard vom Boss sowieso am meisten hasse. Ja, was? Hallo, greifst du mal? Ja, endlich. Hier. Hat ja irgendwie schon lange genug gedauert. Und das hier. Parasitakel. Einfach mal keinen Sound. Okay, wo soll ich jetzt hin? Okay. Warte, wie viele Minuten waren das jetzt? Bisher 2 Minuten. Leute, Leute, ich glaube, ich schaffe dann sehr viele Bosse in diesen einen Part nur. Wenn es so weitergeht. Oh, leck mich. Habe ich irgendwelche Null? Das ist kacke. Okay, ich werde gleich alle Gegner töten und wir sehen uns beim Ausgang. Okay, okay. Ich hätte gedacht, jetzt kommt was. Doch, ein Gespräch. Wo ist Wechseln hin? Ich habe ihn in den Arsch getreten, jetzt ist er in der Ecke und heult. Er ist weg, um Ricos Daten für eine Art Kopie zu verwenden. Was ist mit Sora? Namine bringt ihn... Just diesen Moment seine Erinnerungen durcheinander. Manusche bekommt seine Marionette offensichtlich doch. Ich glaube, hier haben wir ein bisschen Übersetzungsfehler gemacht als mit Just. Er ist eine Gefahr für uns alle. Auch Laxine ist nicht zu trauen. Axel auch nicht. Wer weiß schon, was der im Schilde führt. Wir beobachten, dass noch ein Weichen reden dann mit Wechseln. Aber Wechseln verachtet Manusche. Denk mal dran. Daran, wie die Sache eskalieren könnte. Und deshalb muss es Wechseln auch erfahren. Das ist genau die Art Eskalation, die wir brauchen. Okay. Nimmerland. Ach, ich freue mich schon gegen Hook zu kämpfen. Ja, wirklich Leute, ich freue mich richtig drauf. Diesen Bastard vom Gegner. Oh, hier ist noch mehr Plätze frei. Okay, wir sehen uns vor dem Eingang. Also, bis gleich nochmal. Okay, alles erledigt. Und Stufe 31, wie ihr gerade seht. Ach man, das hat echt lange gedauert. Und für euch ist es sowieso nur ein kleiner Katzensprung, eher gesagt. Okay, sehen wir mal, wie ich mich jetzt dahin schlage. Warum hat er so wenig? Ja, wieso hat er jetzt so wenig? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich brauche Mickey. Heil mich, danke. Okay, bald, bald, bald. Sinistra Modus. Sinistra Heap. Okay, ich habe eigentlich schon gewonnen, glaube ich mal. Sinistra Heap. Er kann eigentlich bei mir jetzt momentan nichts machen, weil ich ihn jetzt richtig lange verprügeln werde. Sinistra Heap. Er tut mir auch irgendwie leid.
Mickey, heil mich ein bisschen. Danke. Jetzt einfach mal verprügeln und... So. Ich dachte, ich habe mehr Probleme bei ihm, aber anscheinend nicht. Ich habe ihn souverän besiegt. Echt jetzt? Hook. Okay, dann haben wir den auch erledigt. Ich habe ihn viel schwieriger in meiner Erinnerung, als ich mit Riku gekämpft habe. Wieso eigentlich? Oh, Leben, Leben. Ja, Leute, man kriegt nur Leben hier, keine Mogri-Punkte. Schade, dass es hier keine Mogris gibt. Naja. Bei Donner 58 ist weiter, es gibt es ja welche. Okay, habe ich... Ach, ist klar. Ist klar, Leute, ist klar. Ihr wollt unbedingt, dass ich hier kämpfe, oder? Okay, wir sehen uns beim Ausgang wieder. Nam. Sehen wir uns mal an. Oh, jetzt kommt noch ein Gegner. Was zum... Wer bist denn du? Überrascht? Du solltest das sein. Hey! Riku trifft auf Replika Riku. Schließlich trifft man ja eher selten seinen Zwillingsbruder. Zu entsetzt, um zu sprechen, aber ich kann dich beruhigen. Ich bin eine Replika, eine Replik von dir, die Wechsel erschaffen hat. Du bist also eine Fälschung von mir? Von Fälschung war nicht die Rede. Bloß weil du echt bist, bist du noch lange nicht besser. Wir haben den gleichen Körper und auch die gleichen Talente. Auch den gleichen Penis. Welches ist meiner Größe? Aha. Aber es ist ganz einfach, uns auseinanderzuhalten. Von der Schwanzgröße her. Und weißt du auch, wie? Im Gegensatz zu dir bin ich furchtlos. Schimpfst du mich etwa einen Feigling? Wer redet heutzutage denn so? Du bist ein Feigling, du fürchtest dich vor der Dunkelheit. Die Dunkelheit in dir bereitet dir größte Ängste. Hör zu, ich hab keine Angst, aber ich bin anders. Ich heiße dir Finsternis willkommen. Sie tut, was ich will. Mit anderen Worten, ich kann den Boden mit dir aufwischen. Das will ich mal sehen. Kleiner Spacko. Komm, das will ich sehen, dass du mit mir den Boden wischst. Komm, das will ich sehen, wie du mit mir den Boden wischen willst. Kleiner Spacko hier. Ach ja, Sinister Feuer kann man immer ganz leicht ausweichen. Kann er jetzt momentan nur Sinister Feuer? Okay, gleich kommt er mit. Ach, Kacke. Hey, irgendwie kann er nicht. Und so. Mein Leben muss man auch sich irgendwie erholen, meine ich. Komm mal, Sinister Feuer. Ach, Wichser. Dann nicht. So. Also selbst schuld dann, wenn du jetzt verprügelt wirst. Komm. Eigentlich will ich dich ehrenvoll töten. Aber wenn du das nicht zulassen willst, dann ist es dein Problem. Dann stirbst du in Schande. Er sagt wirklich Michael, was hat er für ein Problem? Das ist Michael. Ach komm, Sinister Feuer hier. Meins zieht auch irgendwie mehr ab. Aber meins trifft auch selten. Bist du irgendwie behindert? Er steht einen Meter vor dir, du triffst ihn nicht mal. Komm, jetzt triffst du ihn. So einfach. Hey, du Fälschung, ich dachte, du wolltest den Boden mit mir aufwischen. Sag ich doch. Lach ruhig, ich bin gerade erst geboren. Ich werde immer stärker, wirst du schon sehen. Bald schon habe ich dich überholt. Beim nächsten Kampf bist du erledigt. Tut mir leid, du hast deine Chance verspielt. Ich erledige dich hier und jetzt. Haha, wie schön, die Finsternis auf meiner Seite zu haben. Wie kannst du dich nur vor etwas so Aufregendem fürchten? Dir geht wirklich was. Sei still. Jetzt spielt der Feigling also den Mutigen. Wie niedlich. Bis zum nächsten Mal, du Original. Man sieht sich. Ja, lauf wieder weg. Komm zurück. Du musst schon ein bisschen mehr laufen als diese kleine Strecke da.
Wie zeigt dir, wer hier der Feigling ist, du Mistkerl? Okay. Yay, yeah, Replika. Was war das für eine was war das für ein Gefühl, gegen den echten Rico zu kämpfen? Er hat kein Rückgrat. Ich werde ihn 0, nichts übertreffen. Hm, da ist einer wohl selbstbewusst. Aber möchtest du vorher nicht noch einen anderen Helden kennenlernen? Du meinst diesen Soran? Es heißt, er sei hier im Schloss. Soll ich um ihn kümmern? Noch nicht, aber dazu könnte es noch kommen. Ich habe vor, dich sinnvoll einzusetzen. Keine Sorge, Sora ist nur ein Hindernis, das es zum Zermalmen gibt, bevor Rico dran ist. Ach so, verstehe. Was kommt jetzt? Komm heraus, du Fälschung, zeig dich! Anscheinend will er nicht. Fälschung? Ich glaube nicht, dass das der richtige Begriff ist. Ach, jetzt hat der Wichser auch noch was zu sagen, oder wie? Was redest du da? Er ist nur eine Kopie von mir. Das hat er selbst gesagt. Eine Kopie, ja, oder vielleicht ein Vorbild. Er ist ein Beispiel dafür, wie du sein solltest. Er akzeptiert die Finsternis, so wie du einst mich. Aber jetzt fürchtest du dich. Vielleicht bist du hier die Fälschung. Nein. Nenn mir einen einzigen Moment, in dem ich die Dunkelheit gefürchtet habe. In den Katakomben, ja. In der Kartenwelt hattest du schwer mit der Finsternis zu kämpfen. Verzweiflung resultiert aus Angst. Du bekämpfst die Finsternis, weil sie dir Angst macht. Hm. Jetzt verstehe ich. Du glaubst, ich beende meinen Kampf gegen die Finsternis, um Furchtlosigkeit zu beweisen? Netter Versuch, aber ich kämpfe weiter. Anzeige sprachlos. Wie stur du bist. Noch mehr Karten. Dankeschön. Dann kämpfe weiter, wenn es sein muss. Du wirst schon noch mehr. Du kannst der Finsternis nicht widerstehen. Weltenkarten halten. Ach du Scheiße, Mann. Hm. Sehen wir mal uns an, welche Welt gleich kommt. Atlantica. Ich mache erstmal die behindertste Welt, Atlantica. Die ist die ekligste Welt. Die Musik ist gerade die ekligste Welt. Ach. Oh, sieht aus wie bei Captain Hook. Das gleiche. Okay, wir sehen uns, wenn ich... Also, wir sehen uns wieder. Da, wenn ich alle Räume geöffnet habe und alle Gegner gebumst habe. Bis gleich. Okay, der letzte Kampf für heute. Ich brauche eine Pause. Ich habe so viele Kämpfe gemacht. Das ist die fünfte Welt, die ich hier gerade mache. Ursula, wie war die nochmal? Ach ja. Die war ganz simpel zu machen. Ey, die ist so simpel. Und die Karten in dieser Welt sind beschissen, deswegen hat es so länger gedauert. Hat sie irgendwas gesagt? Oh, die hat mich... Die greift mich mit Blasen an. Oh. Ich krieg jetzt so viel Angst hier. Ich bin ja so ein dreckiger Junge, ich muss auch schnell baden. Okay. Ziehen wir mal, spiel mal eine Karte aus. Okay, geheilt. Hä? Komm. Ich muss dich stechen. Hä? Wieso klappt das nicht? Wo willst du hin, du fette Sau? Komm her! Fettes Ding. Ja, verpiss dich, keiner will dich sehen. Dicke Scheiße. Ein Stück Scheiße ist das auch noch. Was zur Hölle, was machst du da? Bist du behindert oder was? Hey, du bist doch behindert im Kopf. Ah, okay. Die grüne Karte bekomme ich. Kommst her, du Stück Scheiße. Ich glaube, das ist ein Fehler, dass ich da gemacht habe. Jetzt kann ich sie nicht angreifen. Ja, aufladen. So ein Stück Scheiße ist das. Mein Gegner. So. Ja, was willst du machen? Halt die Fresse. Halt die Fresse. Verstehst du irgendwie kein Deutsch oder wie? Ach, du sprichst sowieso Englisch.
Er versteht sie kein Deutsch. Also sie versteht das hier. Ach, immer wieder werde ich gestört. Aber ist ja nichts mehr Neues. Ey, du Stück Scheiße. Ey, so ein kleines Stückchen noch. Ja, greif mich deinen Seitenblasen an. Oh, glaubst du, bist jetzt heftig oder wie? Und weg mit dir, du fette Sau. Gib mir was sind das für erbärmliche Erfahrungspunkte, hallo? Ja, Ursula, komm. Dankeschön. Ach, Mann, oh Mann. Set verwalten, wie viel hab ich eigentlich? Guckt euch diese Karten an, mit denen ich hier gekämpft habe. Ach so, die kann man sofort dann benutzen. Habe ich die sofort am Anfang bekommen? Die Werte aller Karten werden per Zufall bestimmt. Ja, ist klar. Ich lasse auch den Zufall bekommen, ja, ist klar. Ach, Mann, oh Mann. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurück. Ah, das ist auch das Ende für heute. 30 Minuten lang nur Bosskämpfe. Echt nur Bosskämpfe gewesen. Heftige Scheiße. Also, habe ich nicht irgendwo einen Safe-Point? Ach, hier ist der. Okay, richtig. Zu viele Bosskämpfe einfach gemacht. Ich brauche echt eine Pause. Ich muss meine Let's Player-Batterie wieder mal auffüllen mit Essen. Da muss ich mal sehen. Vielleicht kämpfe ich dann weiter. Okay, hier sehen wir mal, was für eine Karte ich brauche hier. Ich hoffe mal eine normale. Ja, ich hab davon. Geht doch. Okay. Einen kurzen Cut bitte. Okay, jetzt sehen wir uns mal an, was jetzt kommt. Sag diese, es kommt nichts. Doch. Können wir was für dich tun, Wechsel? Du erweist uns nicht oft die Ehre. Ach, da haben wir nicht die Konversation einmal gehabt. Ich wollte dir zur Hand gehen. Das Potenzial dieses Helden, den du verhätschelst, hat mich nicht überzeugt. Vielleicht würde ein Experiment meine Zweifel zerstreuen. Ich wusste, dass das passiert. Für dich ist alles ein Experiment. Ich bin Wissenschaftler. Experimente sind meine Welt. Ja, wir hatten diese Spinnenkonversation schon. Schon gut, Wechsel, wie du meinst. Aber hör bitte mit der Scharade auf. Du willst Sora doch nur auf die Probe stellen, um deine Marionette auszuprobieren. Marionette, du solltest wissen, dass er das Ergebnis langer Forschung ist. Klingt auf die Puppe besser? Ich verschwende bloß meine Zeit. Axel denkt nach. Viel Spaß, aber nimm das hier mit, einen Joker, damit das Spiel spannend bleibt. Erzähl mir nicht, ich hätte keinen Respekt vor meinen Ältesten, hat man ja gesehen. Würde mir nie in den Sinn kommen. Ich hoffe, ihr habt meine Mutter nicht. Und da ist er hier. Aber das ist bloß eine Karte, was soll ich damit? Diese Karte enthält Soras und Rikos Erinnerung an ihr Zuhause. Du hast jetzt die Chance, auf die Erinnerung des echten Riko zuzugreifen. Du brauchst bloß diese Karte und etwas Hilfe von Namine. Vielleicht bringen wir sie dazu, dich vergessen zu lassen, dass du eine Fälschung bist. Oder noch besser, wir erschaffen dein Herz neu, damit du so wirst wie der echte Riko. Hey, Moment mal, was soll das heißen, mein Herz neu erschaffen? Der echte Riko ist ein Feigling, der mit der Finsternis in seinem Inneren nicht zurechtkommt. Was will ich mit dem Herzen eines Verlierers? Irgendwelchen Einwände wechseln? Möchtest du jetzt Sora auf die Probe stellen oder nicht? Es muss getan werden. Was? Wechseln? Wie kannst du nur? Habe ich nicht gesagt, dass ich die sinnvoll einsetzen will? Jetzt kommt es. Krieg dich ab, Kleiner. Es tut nicht weh. Nicht sehr. Ich werde dir zeigen, was wirklich weh tut. Das war mal erbärmlich. Dumme kleine Marionette, hast du gedacht? Du könntest mir auch nur einen Kratzer beibringen. Aber sie ist positiv. Namine wird die Erinnerung daran auslöschen, wie ich dich zu Boden geschlagen habe. Besser so. Sie wird dir die schönsten Erinnerungen einpflanzen, die du dir vorstellen kannst. Okay. Kann man auch zweideutig verstehen. Ist doch völlig egal, ob es Lügen sind. Nein! Nein! Verdammt, ich da.
Ja, jetzt kommt. Nein! Er wurde vergewaltigt. Von Laxin. Nein! Okay. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Gehe ich schon in die nächste Welt, damit ich das schon vorbereiten kann für den nächsten Part dann. Alice. Alice muss sein. Das ist die zweitschlimmste Welt danach. Wunderland. Oder Wonderland. Okay. Okay, ist. Ich habe mir jetzt viel größer vorgestellt, aber egal. Wir sehen uns im nächsten Part weiter. Tschüss.